Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen eine kurze Einführung in Google Analytics geben. Ich kann dies nicht vollumfänglich machen, sondern wirklich nur sehr oberflächlich, weil Google Analytics ein sehr mächtiges Tool ist, welches Sie aber benötigen, wenn Sie mit Google AdWords arbeiten, beziehungsweise ist das stark von Vorteil, wenn Sie Google Analytics mit einbinden in Ihre Erfolgsmessung. Was ist Google Analytics? Google Analytics ist ein Tool, was Ihnen sagt, was auf Ihrer Website konkret passiert. Das heißt, Sie haben hier ganz viele Kennzahlen, die Sie nutzen können, um eben zu sehen, wie sich Nutzer auf Ihrer Website verhalten, wie diese zu Ihnen gelangt sind und das eben auch vollumfänglich. Das heißt, es bezieht sich eben nicht nur auf AdWords, also nicht nur auf die bezahlte Werbung, sondern Sie sehen dieses eben auch im Vergleich zu sogenannten organischen Suchergebnissen. Also wenn Nutzer eben auf Ihre Website kommen, weil sie bei Google gut gerankt sind, in den organischen, also nicht bezahlten Suchergebnissen. Das alles können Sie hier nachvollziehen. Wichtig ist, dass das Ganze auch ähnlich wie bei dem Conversion Tracking innerhalb von Google AdWords auf Basis eines Skriptes passiert. Und dieses Skript liest eben das Nutzerverhalten aus. Hier ist wichtig der Hinweis zum Datenschutz, dass Sie sich also bewusst sind, dass Sie, wenn Sie Google Analytics einbinden, dass Sie eben Daten von den Nutzern erheben. Und hier gibt es verschiedene Richtlinien, auf die ich jetzt auch nicht im Einzelnen eingehen kann, die aber wichtig sind, dass Sie sich diese, bevor Sie Google Analytics einbinden, sich mit diesen vertraut machen, um eben notwendige Hinweise auf die Art der Messung auch den Nutzern zu geben. Hier gibt es Datenschutzrichtlinien, die eben entsprechend beachtet werden müssen. Zur Funktionalität aber: Sie haben hier, wie Sie sehen, auf der Startseite eine Übersicht, also ein Dashboard. Sie können eben sehen, wie viele Nutzer kommen, sind innerhalb der letzten 7 Tage auf die Website gekommen. Wie viele Sitzungen waren dies? Also sind es Wiederholungsnutzer? Wie hoch war die Absprungrate? Also wie hoch war die Rate, wo Nutzer eben direkt wieder abgesprungen sind? Und wie lange war die jeweilige Dauer? Das sind alles Werte neben vielen anderen, die Sie hier einsehen können. Sie können eben auch hier sehen, wie gesagt, ob das organische Suche waren, ob die direkt kamen, ob die aus dem Social-Bereich kamen oder eben welche weiteren, also hier, welche Seiten jeweils aufgerufen wurden. Also hier sehr viele Möglichkeiten eben zu tracken, auch Tages- und Nachtzeiten und so weiter und so weiter. Also auch hier müssen Sie sich dann entsprechend einarbeiten. Wichtig ist hier der Hinweis aber zur grundsätzlichen Handhabung, dass Sie immer bedenken müssen, wie hoch groß ist der Zeitraum, der hier jeweils angezeigt wird. Da vertut man sich schnell und hat eben dann eine Übersicht zum Thema Absprungrate, wo man das als allgemeinen Wert annimmt, dieser sich aber nur auf die letzten 7 Tage bezieht. Also das ist sehr wichtig zu beachten. Es gibt verschiedene Berichtsbereiche. Bei sehr großen Websites ist der Bericht der Echtzeitmessung wichtig. Da können Sie eben direkt das Feedback einsehen. Bei meiner Website, also meiner persönlichen Website, die hier jetzt eben verknüpft ist, ist es nicht so spannend, weil da eben nicht so hoher Traffic ist. Sie können das Ganze aber dann eben auch auf die Zielgruppe beziehen. Das heißt, hier sehen Sie eben auch, wer kam, wie viele Visitors gab es, sind das neue oder wiederkehrende Visitor. Also all das ist möglich. Es gibt sehr zentrale Kennzahlen. Das ist einmal die Absprungrate, die ist wichtig, um eben zu sehen, wo gibt es Bereiche auf der Website, wo
Nutzer verstärkt aussteigen. Das ist insbesondere dann interessant, wenn Sie einen Buchungsprozess oder einen Kaufabschlussprozess haben. Dann können Sie eben genau einsehen, wo diese Nutzer abgesprungen sind. Und das ist eben immer ein Indikator auch, um, wenn Sie eine hohe Absprungrate in einem bestimmten Bereich auf Ihrer Website haben, dann können Sie eben sehen, ob Sie diesen verbessern können, beispielsweise mit Usability-Methoden wie dem Eye-Tracking oder auch anderen Methoden im Bereich der Website-Optimierung. Die durchschnittliche Sitzungsdauer ist dann auch interessant, um eben zu sehen, wie lange bleiben Nutzer auf ihren Seiten, sind diese Seiten interessant oder aber auch, und das ist eben dann eine Frage der Interpretation, bleiben die Nutzer so lange, weil sie sich entsprechend nicht auf ihrer Seite orientieren können. Neue Sitzungen in Prozent, also auch die Frage, haben Sie Nutzer, die wiederkehren, also die Art der Nutzer können Sie hier auch einsehen, oder sind es eben bestehende Interessenten und Kunden? Wie viele Seiten guckt jemand pro Sitzung an, also wie häufig oder wie viele Seiten werden angeklickt pro Sitzung? Auch hier übrigens immer dann eine kleine Information zu den jeweiligen Kennzahlen. Frage auch, wie viele Seitenaufrufe gab es und wie viele Sitzungen. Das alles können Sie einsehen und das sind eben hier so die wichtigsten Kennzahlen. Es gibt viele, viele mehr und auch die sind jeweils einzeln zu bewerten und zu interpretieren, auch immer in Abhängigkeit zu Ihrem Produkt und zu Ihrer Website. Also Sie können hier keine oder selten zumindest globale Werte annehmen. Wie gesagt, gibt es dann hier auch noch weitere Bereiche, die jeweils einen unterschiedlichen Fokus haben. Also beim Bereich Akquisition steht dann eben insbesondere die Herkunft der Nutzer im Vordergrund, gepaart mit weiteren Kennzahlen zu diesen Referrals, also zu den Seiten, von denen aus Sie zu Ihrer Website die Nutzer gelangen. Das Verhalten, also wie sind die Klickpfade, wie bewegen sich Nutzer auf ihren Seiten, welche Seiten werden überhaupt aufgerufen und so weiter, all das können Sie hier einsehen. Wie gesagt, immer in Abhängigkeit zu der jeweiligen Zeit. Also hier muss man dann wirklich darauf achten, dass man hier auch einen entsprechenden Zeitraum eingibt, der für Sie relevant ist für die jeweilige Analyse.